Herzlich willkommen zu unserem Podcast Sage Nachfolgeplaner, Unternehmensnachfolge klug meistern. Mein Name ist Jan Friedrich und heute, liebe Zuhörer, darf ich Ihnen Herrn Stefan Heiler von der Alois Heiler GmbH in Waghäusel, Baden-Württemberg vorstellen. Herr Heiler, vielleicht hat es der eine oder andere schon mitbekommen, ist ein Pionier unter dem, ich sag mal, modernen Wort New Work. Ob es das genau trifft oder nicht, das können wir während des Podcasts ja nochmal genauer diskutieren. Aber letztlich, und das macht es spannend auch für uns im Thema Nachfolgeplanung, hat er die Firma von seinem Vater übernommen, ist knapp 10 Jahre her und seitdem hat er das Ganze ein Stück weit auf den Kopf gestellt. Und einfach Unternehmensführung ganz neu gelebt, neu praktiziert und eingeführt. Von daher freue ich mich besonders, dass wir heute mal das Thema New Work beleuchten können aus der Unternehmensnachfolge heraus. Aber bevor ich dich vorstelle, Stefan, erzähl doch mal ein bisschen was über dich, damit unsere Zuhörer dich einfach ein bisschen gut einsortieren können. Ja, sehr gerne. Und danke auch für die Einladung. Genau, ganz spannend. Also ich bin jetzt eigentlich in einem klassischen Familienbetrieb quasi groß geworden, ne? Habe das tatsächlich mitgekriegt als kleines Kind. Mein Vater, One-Man-Show mit der Idee, ganz verrückte Sachen mit Glas zu machen. Die Glasdusche gab es damals so noch nicht, war noch nicht etabliert. War für meinen Vater natürlich eine spannende Phase und ich durfte als Kind da miterleben, dann erster Mitarbeiter, zweiter Mitarbeiter und so. Und irgendwann war ich tatsächlich auch als Schüler und als Student dann auch immer mal wieder eingebunden, habe dort mein Geld verdient und so weiter, gejobbt und fand es eigentlich immer interessant, habe mich aber gewehrt, so ganz klassisch diese Nachfolgerrolle, sag ich mal, ohne Widerstand anzunehmen. Also ich wollte erstmal ein bisschen was von der Welt sehen. Ich wollte andere Dinge ausprobieren und hab auch die Seiten des Unternehmertums miterlebt, die jetzt nicht so einfach sind, die mir dann auch nicht so angenehm waren in meiner rebellischen Zeit, sage ich mal, als Jugendlicher. Und habe dann ursprünglich eigentlich versucht, so in Richtung Lehramt zu gehen. Also habe Biologie und Geografie auf Diplom und so weiter studiert. 2 Semester dazu. Und irgendwann war für mich aber klar, ich will irgendwie was Sinnvolles tun in meinem Leben. Und da habe ich dann relativ spät, oder auch nicht, wie man sehen will, war damals so 22, hat es mich wie so ein Blitz getroffen. Und dann habe ich realisiert, eigentlich habe ich mit so einem Familienbetrieb, mit der Chance da als Junior irgendwie so meine Rolle auch zu finden, so viel Handlungsspielraum, wie ich sonst nirgendwo wahrscheinlich bekommen kann. Ja. Und das hat mich dann gereizt und ich habe mich dann tatsächlich in einem Bewerbungsgespräch nochmal meinem Vater angedient und er hat es dann quasi schließlich auch angenommen. Und seit dort, also seit 97 bin ich in dem Unternehmen, habe da die Ausbildung dann auch tatsächlich gemacht, Industriekaufmann mit internationalem Marketing, war ein halbes Jahr Aufenthalt in Kanada dabei, da habe ich noch ein bisschen mehr von der Welt gesehen, war super spannend und irgendwann war ich dann zurück. Habe dann das Thema Marketing verantwortet, ein paar Jahre lang. Das war eine sehr schöne, kreative Zeit, weil es da eben auch darum ging, neue Märkte zu erschließen. Wir sind vom regionalen Anbieter zum deutschlandweiten Anbieter gewachsen und so weiter. Das war für mich eine ganz tolle Zeit. Und dann kam auf einmal die Geschichte, Vertriebsleitung sollte neu besetzt werden. Das war für mich und für meinen Vater dann eigentlich auch so der richtige Zeitpunkt für mich, auch nochmal ein bisschen mehr Verantwortung zu übernehmen, als nächster Schritt so in Richtung generelle Geschäftsführerübernahme. Und da wurde ich dann mit dem Thema Führung so richtig als Abteilungsleiter Vertrieb quasi konfrontiert, habe davor erlebt, wie das ein klassischer Vertriebsleiter so macht. Das fand ich alles sehr, sehr unangenehm. Eben diese individuelle Zielvereinbarung manipulieren, hinter jedem Mitarbeiter erstmal den destruktiven Typ zu erwarten und man muss sie eben treiben, antreiben, peitschen und man braucht da draußen seine Soldaten und so. Das war so die Denke des Vertriebsleiters und ich fand das total schräg und unpassend und musste da meinen Weg finden. Das war so die Phase, wo ich gemerkt habe, ich brauche also spätestens, wenn ich jetzt dann irgendwann mal tatsächlich Geschäftsführer bin, eine eigene Art und Weise, wie ich mit Führung umgehen will. Also eine Idee davon, am besten sogar eine richtige Struktur dazu. Und ich wusste, da muss ich mich jetzt intensiv drum kümmern. Ja.
Dann wird es genau spannend. Das heißt, ich hatte ja in der Einführung gesagt, das ist jetzt knapp 10 Jahre her, ne, als es dann so richtig losging. Vielleicht kannst du den Zuhörern kurz mal beschreiben, also was hast du dann so gemacht, also als es dann losging? Also so mit einem Jahr Vorsprung hat mich mein Vater quasi darauf vorbereitet. Es wäre dann soweit, 2011 wollte er den Staffel übergeben an mich und dann hatte ich noch ein Jahr Zeit, um mich da richtig drauf vorzubereiten. Ich habe in den Jahren davor, eigentlich seit 2006, 2007, nach Alternativen Ausschau gehalten. Habe mich da auch ein bisschen weitergebildet noch, was Management angeht. Da gibt es dieses integrierte Management-Modell von Friedmund Malik. Da bin ich ein bisschen so in die St. Gallen-Schule gegangen. Ganz genau. Das war für mich super spannend. Habe dann gemerkt, dass das alles schon sehr, sehr professionell ist und mir auch hilft als Handwerkszeug. Dass es aber von der Denke her genau das ist, was ich nicht will. Das war dann wieder die Ernüchterung nach so der ersten Euphorie. Weil die Schule war tatsächlich wirklich gut und gute Lehrer und ich habe da wirklich vieles mitgenommen. Aber im Endeffekt war es das gleiche Thema, das mich gestört hat, wie bisher auch. Nämlich, dass man von oben das große Ziel quasi vorgibt und es dann runterbricht auf die einzelnen Rädchen im Getriebe und jeder muss halt seine Aufgabe machen und das muss man aber kontrollieren und dann gibt es dieses Management by Objectives und individuelle Zielvereinbarungen und so weiter. Das fand ich alles ganz grauselig. Das war dann so für mich eine schwierige Phase, weil ich da wieder gemerkt habe, doch nicht eine Alternative gefunden zu dem, was ich so bisher gelernt und gesehen habe. Und habe dann zum Glück, das war Zufall, auf einem Sanitärkongress, auf dem ich war, wegen eben Glasdusche, Sanitär und so Vertrieb, war ein Gastredner, der Nils Pfleging, und der hat zum Thema Beyond Budgeting und Führen mit flexiblen Zielen gesprochen und hat da quasi die klassische Art der Führung und der Pyramidenstruktur der normalen Unternehmen hat er einfach in der Luft zerrissen und das in einer Art und Weise, wo ich gedacht habe, Mensch, wenn da tatsächlich was dran ist, das fühlt sich total passend für mich an. Okay. Habe mich dann mit seinen Büchern beschäftigt und mit dem ganzen Thema und zum Glück hat er dann auch den Kontakt gehalten. Und hat dann mal mit dem Gebhard Borg zusammen die Firma Heiler und mich, Stefan Heiler, besucht. Und die wollten da quasi abklopfen, bin ich da nur ein bisschen dran interessiert oder will ich tatsächlich, kann ich mir eine Transformation vorstellen und eine konsequente Umsetzung dieser Idee. Und das konnte ich mir vorstellen und bin dann eben mit dem Gebhard Borg, der hat den Kontakt gehalten, dann mehr und mehr in diese neue Welt eingestiegen gedanklich. Okay. Ja, hab das aber erst in Personal Coaching, wenn man so will, ja, für mich greifbar machen wollen. Ja. Irgendwann war ich mir dann sicher, ich will das machen. Und das war 2010, sage ich jetzt mal, der Fall. Da wusste ich, ich will das unbedingt. Mhm. Hab mich da auch für mich stabil genug gefühlt. Wusste aber noch nicht genau, wie gehe ich jetzt auf die Organisation zu. Genau. Das ist nämlich genau die spannende Frage. Vielleicht bevor wir zu Gebhard und Co. kommen, ist so, vielleicht mal den Zuhörern zu vermitteln, vielleicht stehen ja einige an diesem Punkt, aber ich glaube, dann wird es ja spannend, das zu konkretisieren und zu sagen, wie kriege ich es eigentlich rein? Die Mannschaft, das Team ist ja erstmal das bestehende Team, was da ist. Was sind so die ersten Schritte? Also wie sind Sie reingegangen, um nicht für verrückt erklärt zu werden, sozusagen ein Stück weit? Weil das klingt ungewohnt. Also es sind auch in der klassischen Schule, in der klassischen Erfahrung, sei es auch in der Ausbildung oder in der tagtäglichen Praxis, klingt das ja revolutionär ein Stück weit, da ganz anders ranzugehen. Vielleicht kannst du da, was sind einfach so die ersten drei Schritte, Babyschritte vielleicht auch nur, um überhaupt mal da ranzukommen? Genau. Ja. Also ich sage jetzt zuerst mal, wie wir es gemacht haben. Ja. Und da ist dann auch gleich ein Tipp mit verbunden, wie man es vielleicht besser machen könnte. Also wir wollten das eigentlich klassisch aufziehen, ich sag mal nach einer Struktur, es gibt ja den Kotter, Change Management Experte, Spezialist, der hat ja diese, ich meine 9 Stufen sind es. Für Transformationsmanagement. Für gute Change-Prozesse, genau. Ja. Und so wollten wir das machen. Das heißt, der erste Punkt ist Dringlichkeit, ja. Da war ich mir relativ sicher, da kriegen wir irgendwas hin, dass man das so kommuniziert bekommt, dass es tatsächlich sinnvoll ist und wichtig ist, uns da neu aufzustellen. Und dann kommt schon, glaube ich, der nächste Punkt mit der Koalition des Wandels. Also man braucht ein Team von Menschen, die das Bewusstsein eben haben, damit man dieses Thema einfach in einer größeren Gruppe platzieren kann und damit sich sowas entwickelt. Ne? Da braucht es auch verschiedene Rollentypen dazu und so. Und gibt es ja auch das Pinguin-Prinzip, die Fabel und so, also ganz großartig.
Und so haben wir das versucht aufzuziehen. Und dann habe ich mir überlegt, natürlich, mit welchen Leuten will ich das machen. Und habe mir dann natürlich die kompetentesten und erfahrensten Mitarbeiter bei Heiler gesucht. Das waren in der Regel Führungskräfte, Nachwuchsführungskräfte, Leute, die sich eben da schon etabliert hatten in der Firma. Und die wollte ich begeistern für dieses Thema. Ich wusste noch nichts von New Work, hatte das, den Begriff ja, noch nie gehört. Ja, ich glaube, den gibt es sogar nicht so. Doch, der Begriff an sich ist sehr alt. Genau, der ist sehr alt. Ist aber jetzt wiederentdeckt worden, ne? So ein bisschen, ja. Genau, aber die ganzen Buzzwords, New Work, Agile, Holacracy, überhaupt nichts gehört. Ne? Also ich wollte da einfach nur, für mich war das Thema trotzdem halt spannend. Und dachte tatsächlich, oder war mir sicher, die Gefahr ist schon da, dass man da ein bisschen schräg angeguckt wird. Ne? Mhm. Und ich wollte dafür eben werben und nicht alleine vor der Mannschaft stehen, sondern mit diesem 7er Team da was bewegen. Und habe das dann ähnlich aufgezogen, zusammen mit dem Gebhard Borg, wie das für mich persönlich der Fall war. Nämlich, wir schließen uns weg einen Tag mit den Leuten. Jeder nimmt seine Problemchen und Themen aus dem Tagesgeschäft mit. Und die werden dann diskutiert, wie würden wir das dann gerne jetzt lösen wollen und wie würde man das anpacken, wie wäre die Situation, wenn es die neue Kultur quasi schon gäbe, die neue Firmenstruktur auch, die ich hin wollte. Und dann war ich mir irgendwo so naiv sicher, dass sich das Thema jedem eigentlich erschließt, dass es eben Sinn macht und dass ich dann irgendwann mit diesen 7 Leuten und so mit Tatendrang auf die Mannschaft zu kann. Und das Ergebnis war aber nach gut anderthalb Jahren der Werbung tatsächlich für dieses Thema, endete das im kompletten Boykott. Also wir saßen dann, ich erinnere mich an eine Sitzung, wir haben auch ganz neue Settings natürlich in den Besprechungen gehabt. Wir saßen nicht an einem Konferenztisch, sondern in der Regel Stuhlkreis. Und wenn so ein bisschen heikle Themen waren, da gab es den Talking Stick, ne, der wurde dann in die Mitte gestellt und wer was zu sagen hatte, der nimmt sich den Stick und so. Und hat dann für sich eben den Raum und die Freiheit, dann alles loszuwerden, ohne dass jemand zwischenquatscht. Und da war eine Situation, da war eine halbe Stunde kein Regung. und da hat mich es innerlich auch schon fast zerrissen. Ne? Ja. Und nach dieser Sitzung hat dann der Gebhard gesagt, also Stefan, das Ding ist tot. So, also bevor es überhaupt geboren wurde. Genau, richtig, genau. Ja. Also die Gruppe war einfach tot. Ja, ne? Also die Gruppe war für das Thema einfach verbrannt. Dann war für mich eigentlich das Thema Klarheit zu kriegen, will ich es trotzdem irgendwie versuchen? Wenn ja, dann wie? Oder war es das? Ich wollte es trotzdem irgendwie machen. Und dann waren wir uns beide eigentlich einig, der Gebhard Borg und ich, dass wir sagen, bleibt uns nichts anderes übrig. Wir gehen auf die komplette Firma zu, auf die komplette Belegschaft. Und fragen einfach, wer hat denn da Bock mitzumachen? Ja. Also wer will sich da einbringen? Das haben wir dann auch gemacht. Das war, also der Boykott war so Ende 2013. Frühjahr 2014 haben wir eine 2-Tages Firmenveranstaltung gemacht mit allen Menschen, die bei der Firma Heiler fest angestellt waren. Also Außendienst, Innendienst, Produktion, Monteure, Reinigungskraft, alles mit dabei. Ganz genau. Und haben dann am ersten Tag erstmal transparent gemacht, wie sieht's denn, wie ist es um die Firma Heiler bestellt, wie hat sich der Markt entwickelt, Produktlebenszyklus, Glasdusche, Fragezeichen, gibt es ja jetzt auch schon über 30 Jahre, wie gehen wir damit um, wie sieht unsere Reklamationsquote, Fluktuationsrate aus, wie sieht es mit der Umsatzentwicklung über die letzten 20 Jahre aus, wie sieht denn im gleichen Diagramm dann die Renditeentwicklung aus und so weiter, was bedeutet das, in welchem Kundensegment verdienen wir Geld, wo geht es vorwärts, wo haben wir ein Problem. Und das war natürlich für alle alleine schon extrem ungewohnt, weil davor gab es außer mal Umsatz, vielleicht in Prozent oder Euro, mal so ne, ein bisschen nebenbei, gab es keine Zahlen. Also wir hatten eine komplette Belegschaft, die zahlentechnisch komplett unterversorgt waren. Also die wussten nichts und die wussten das natürlich auch nicht einzuordnen exakt. Ne? Aber Ziel war dieser erste Tag. Quasi am Ende des Tages musste klar sein, es ist eine gewisse Dringlichkeit da, man muss was tun. Ich glaube, das ist uns auch gelungen. Da gab es auch genug Punkte, an denen wir sei dort auch arbeiten. Und der zweite Tag war tatsächlich dann wieder dieses Mut machen. Ja? In welche Richtung wollen wir uns denn aufstellen? Die Einladung, dort mitzuwirken und auch schon die ersten, sagen wir, Versuche in Teams mal eine Idee zu entwickeln, wer könnte denn mit wem wie zusammenarbeiten, wie könnten sich die Teams organisieren, weil wir wollten weg von dem klassisch
würde ich jetzt mal sagen, so von den funktionalen Abteilungen, die alle das Gleiche machen, ne, und mit einem Abteilungsleiter drüber. Wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen eigentlich funktionsübergreifende Teams. Wir nennen das Organe in unserer Organstruktur. Aber das ist nichts anderes als die Regel, zum Beispiel im Marktorgan. Jeder, der täglich Kontakt mit Kunden hat, ist in einem Team. Haben alle Dienst am Kunden. Ne? Und da sind Monteure drin, Aufmaßtechniker, Kundenberater, Vertriebsinnendienst, die Disposition, die Montagetouren plant und mit den Endkunden telefoniert, damit es passt, und so weiter. Ne? Also es waren auf einmal 7, 8 Abteilungen, Spezialistenrollen, zusammen in einem Team, und dann ging es darum, Kompetenzerweiterung und so weiter zu betreiben, sich gegenseitig aufzuschlauen, vertretbar auch zu machen. Und das, da war das Kickoff quasi im Frühjahr 2014, und seit dort sind wir eigentlich in der Unternehmensentwicklung, wenn man so will, spannend, im Transformationsprozess. Bevor wir da noch tiefer einsteigen, fallen mir spontan noch zwei Fragen ein, weil ich gerade hier im Podcast oft auch Familienunternehmen sozusagen interviewe. Und die Erfahrung zeigt ein bisschen, wenige können so richtig abgeben, und zwar emotional auch abgeben. Ja. Von daher, Ihr Vater hat die Firmierung an Sie abgegeben. Mhm. Gab es da auch Schwierigkeiten? Die Führung an mich. Dass man sagen kann, hat er sie wirklich schalten und walten lassen, oder gab es da auch Konfliktpotenzial, sagen wir mal, einfach in der eigenen Familie? Wie war da so deine Erfahrung? Also beides. Ja. Also es gab definitiv auch Konfliktpotenzial und es gab auch Konflikte, aber er hat mir da tatsächlich sehr viel Freiheit gelassen. Ja? Im Vorfeld, also neben dem Tipp, der in der Vorfrage dran war, dass man am besten gleich auf die Belegschaft zugeht und fragt, wer hat Bock, bevor man sich da sein Dreamteam zusammenstellt. Ja. Wäre der nächste Tipp tatsächlich an alle, die sowas vorhaben, dafür zu sorgen, dass sie nicht nur Geschäftsführer auf dem Visitenkärtchen und im Handelsregister eingetragen haben, sondern dass sie tatsächlich auch kapitalseitig den Hebel in der Hand haben. Ja. Weil wenn es da, ich sag mal, unterschiedliche Sichtweisen gibt, dann zerreißt so ein Transformationsprozess. Ja. Das war in meiner Person eben gebündelt, ja? Was auch, ich sag mal, die Beratung von Gebhardt so ein bisschen mitgebracht hat. Der hat gesagt, bevor dass du so einen Transformationsprozess startest, sorge dafür, dass du Mehrheitseigentümer bist. Damit bin ich auch an meinen Vater ran und habe gesagt, du, ich will nicht nur auf dem Visitenkärtchen und so, ich brauche auch quasi die Kraft von Seiten Kapital. Hat er auch verstanden. Ich glaube, das war sogar für ihn angenehm, sag mal, zu spüren, dass ich da ernsthaft mich mit diesem Thema auseinandersetze. Es gab dann ein paar Diskussionsthemen, klar, Betriebsaufspaltung, steuerrechtlich, also das ist ja ein Thema, wenn man das macht. Da können wir nochmal separat. Können wir auch ein Buch drüber schreiben. Genau. Aber tatsächlich hat es dann funktioniert, und wir haben da ein Modell gefunden, wie ich sowohl quasi Mehrheitseigentümer als auch dann Geschäftsführer werden konnte. Das haben wir dann vollzogen, das war relativ schnell durch, nachdem das Konzept klar war. Und auch danach war mein Vater wirklich der Meinung, ich soll das machen, wie ich das will. Ja? Ja. Und das ist für mich immer noch beeindruckend, weil es gibt so viele Geschichten, wo Firmen alleine mit dem Thema Nachfolge vor die Wand fahren. Korrekt. Wo es ganz, ganz schlimme Geschichten gibt, wo ein volkswirtschaftlicher Schaden tatsächlich entsteht, weil zwei Personen sich da irgendwie überhaupt nicht grün sind. Genau. Und das kann eigentlich nur die ältere Generation quasi als Geschenk mitgeben. Ja? Das kann man ja nicht erzwingen als jüngere Generation. Nein, genau. Ja, und auch an alle Hörer, wir haben da auch schon ganz viel auf unserem Blog zugeschrieben, warum sowas auch vielleicht schieflaufen kann oder wie man vielleicht an das Thema professionell rangeht. Ja. Du hattest es auch erwähnt nochmal, auch mit dem Gebhardt Borg. Hattest du ja so ein bisschen jemand an der Seite, auch zu dieser Fragestellung, so du brauchst also sozusagen diese Power, auch das Kapitalthema. Mhm. Was würdest du da sagen, auch wie wichtig ist es da, jemand in irgendeiner Art und Weise Drittes von außen, jemanden dabei zu haben, wenn man wirklich sowas vorhat? Ja, also für mich war das enorm wichtig. Also ohne einen Experten, ob das jetzt intern oder extern oder was auch immer, das, glaube ich, spielt keine Rolle. Ja. Ich glaube, am Anfang war es tatsächlich dienlich, dass es ein Externer war.
Aber aktuell lösen wir das zum Beispiel, diese Rolle Betriebskatalysation und so weiter, mit einer festangestellten Person, die sich als Betriebskatalysatorin übrigens beworben hat, initiativ, weil sie unser Buch gelesen hat. Das war eine total spannende Geschichte. Weil das ist ja nebenbei auch das ein bisschen ins Off-Topic, ein verrücktes Thema, weil gerade bei Organisationen, wie ihr sie habt oder im New Work-Umfeld, gibt es ja diese ganz klassischen Rollen und Titel und so, die gibt es ja eigentlich gar nicht mehr. Also von daher ist es eigentlich ja schon sehr ungewöhnlich, dass sich jemand genauso bewirbt. Da muss wirklich das Buch gelesen haben. Also nebenbei, es gibt auch noch ein Buch dazu, von dem Gebhardt und auch von dir geschrieben. Könnt, also alle Zuhörer, herzlich eingeladen, super Buch. Aber Ja, Chef sein, Fragezeichen. Ja. Lieber was bewegen, genau, das ist der Titel. Ja. Und da beschreiben wir eben genau diese spannende Phase. Und wirklich als ehrlichen Praxisbericht, wenn man so will, mit ganz viel Situationen, die, glaube ich, jeder auch gut greifen kann, mit ein paar Tipps, wie gesagt, die man wirklich gut nutzen kann, auch Tipps in Richtung das besser nicht tun. Aber es ist keine Blaupause für irgendeinen Transformationsprozess. Wir haben da jetzt kein Schema F, Stufe 1 bis was auch immer, sondern das ist eine ganz persönliche Geschichte von mir, von Gebhardt und auch von der ganzen Firma natürlich. Ja. Aber um nochmal zurückzukommen zu dem, also ob jetzt intern oder extern, du sagst auf jeden Fall, den Experten an die Hand zu nehmen, sehr empfehlenswert. Sehr empfehlenswert, auf jeden Fall, ganz genau. Wie kann man da gut und schlecht unterscheiden, also gerade für die, die neu dazukommen, also dass man jemanden an der Hand hat, der eher aus der Theorie spricht oder eher aus der Praxis, weil ihr zwei habt im positiven Sinne viel Praxiserfahrung gesammelt und das schreibt ihr ja auch im Buch, aber wie kannst du da irgendwie da auch nochmal sagen, wie kann man da jemanden erkennen, wo du sagst, ist das eher eine Rhetorik auf der großen Bühne oder ist das wirklich so eine Hands-on-Mentalität in Sachen neue Arbeit, New Work, neue Organisation? Ja, genau. Da Wie kann ich das sagen? Also damals, es war für mich vom Bauchgefühl her eben genau die Person, die ich brauchte. Mhm. Ja. Zum einen hatte er ein relativ stabiles, profundes Theoriewissen von dem ganzen Thema. Also der hat in seiner Studentenphase auch schon das Thema Selbstorganisation und so weiter behandelt und sich da intensiv mit der Materie auseinandergesetzt. Zum anderen gab es tatsächlich auch Erfahrungen aus Projekten, wo man tatsächlich schon in Richtung Transformation, Führung, Reduzieren und so weiter gearbeitet hat. Da gab es auch schon die ersten Tipps für mich, was man besser macht, damit sowas eben nicht von vornherein irgendwie zum Scheitern verurteilt ist. Das waren alles Punkte, die mir wichtig waren, wo ich gespürt habe, da ist mehr dran als jetzt irgendwie nur ein bisschen Methoden und Werkzeugverkauf. So klassisches Berater-Sprech war da überhaupt nicht vorhanden. Ich habe gemerkt, das ist Menschenbild, Weltbild, so das Wertegerüst, Grundphilosophie, wie auch immer. Wir haben dann irgendwann mal gesagt, das sind die grundlegenden Denkmodelle, die eigentlich auch so einem, man spricht ja von Mindset, New Work Mindset und was auch immer. Growth Mindset. Ja, genau. Ja. Aber im Endeffekt spürt man, ob man wertemäßig zusammenpasst. Und das war da eben gegeben. Mhm. Und das war auch der Wunsch, die Vision, diese Werte auch in einem Unternehmen leben zu können. Und das ist in klassischen Unternehmen eigentlich fast unmöglich. Ja. Weil es da, also es widerspricht sich ja vieles in einer klassisch strukturierten Unternehmung. Vorgesetzter, Untergebener, Ziele vorgeben, kontrollieren, dieser Misstrauensblick. Ne? Gibt ja auch diese Theorie X, Theorie Y und so. Wenn ich da eben eher so Theorie X-mäßig unterwegs bin und denke, alle Mitarbeiter sind von Grundsatz her erstmal unmotiviert, faul und die kriegt man nur über den Geldbeutel und da muss man aufpassen und wenn die Katze aus dem Zimmer ist, dann tanzen die Mäuse auf dem Tisch. So, wenn das Mindset ist, dann funktioniert das ganze Thema New Work und agile Methoden, das funktioniert ja alles gar nicht. Ja. Das beißt sich. Ja. Und dementsprechend ist es aber auch passend und fühlt sich perfekt an, wenn es eben passt. Und da hatte ich beim Gebhardt Borg einfach von Anfang an so ein Bauchgefühl, Intuition, was wie man das auch immer nennen will, dass es eben passt. Mhm. Und das wurde auch im Laufe der Zusammenarbeit bestätigt. Mittlerweile ist es so, dass wir haben uns 2019 dafür entschieden, jetzt mal ein bisschen weniger miteinander zu tun zu haben. Ja. Er ist, wie gesagt, externer, muss auch mal andere Firmen glücklich machen.
Und die Firma Heiler musste sich da oder wollte sich da auch ganz bewusst so ein bisschen emanzipieren. Das fiel, wie gesagt, glücklicherweise dann mit der Initiativbewerbung zusammen, wo wir gesagt haben, genau so eine Rolle brauchen wir jetzt auch, ne, wenn der Gebhardt da sich so ein bisschen der Firma Highlight zieht. Und so eine Rolle braucht es. Also ich kann nicht einfach nur Führung abschaffen und dann mal gucken, was die Leute so machen. Da braucht es schon Struktur. Da war von vornherein von uns jetzt keine Struktur vorgedacht. Die wurde tatsächlich jetzt in dieser Transformationsphase entwickelt, wenn man so will. Ja, das ist ein fantastischer Übergang, weil dann kommen wir jetzt auch sozusagen zum realen Leben, zum realen Unternehmensalltagsleben, um einfach vielleicht mal zu erläutern und den Hörern das so ein bisschen transparent oder bildlich zu beschreiben, gibt es ja so natürlich jetzt erstmal ein großes Fragezeichen. Okay, ich habe es vielleicht verstanden, ich kann nochmal überprüfen, was habe ich eigentlich selbst für so ein Mindset? Vielleicht hört uns der eine oder andere Geschäftsführer zu oder derjenige, der demnächst eine Firma übernehmen will, um zu sagen, was ist denn mein Selbstverständnis von ich habe gehört, ich fand einen guten Begriff, ist auch so ein Betriebssystem für ein Unternehmen. Also, ne, also man kann ja verschiedene Betriebssysteme einfach installieren, die funktionieren halt anders und es gibt da verschiedene Methoden. Aber dein Betriebssystem ist ja sozusagen ein Unternehmen ohne klassischen Chef, ohne klassischen ohne klassische Führungskräfte. Wie kann man sich das so vorstellen? Wie funktioniert denn das praktisch? Also, wie gesagt, wir sind einfach auf die Mitarbeiter zu und haben gefragt, wer will da mitwirken. Ne? Dann gab es irgendwann wirklich diese Organisation dieser Teams, also wer arbeitet mit wem zusammen. Für uns war klar, vom Gedanke her ist der Markt eigentlich die Führungskraft. Also der Markt sagt eigentlich, wo es lang geht. Die Entscheidungen werden in Richtung Markt auch im Marktorgan getroffen, in der Peripherie, quasi die Leute an der Front, wie man das auch immer nennen will. Ja. Das ist, glaube ich, auch vernünftig, weil da kann man nicht nur schneller Entscheidungen treffen, sondern da sind auch die Themen bekannt, was ist wertvoll für Kunden, wo haben wir Probleme mit Kunden, wie kriegen wir das am besten auf die Reihe. Das waren alles logische, ich sag mal, Grundregeln. Was wir gespürt haben dann in diesem weiteren Prozess ist, dass es Rollen braucht, ja, weil wenn Führung weg ist, gibt es natürlich trotzdem Themen, die man im Alltagsprozess nicht alleine lösen kann, weder als Team noch als Individuum alleine. Wenn ich jetzt in meinem Alltag als Vertriebsmensch Themen mit Kunden klären kann, dann will ich da natürlich schon, dass die Entscheidung dort getroffen wird. Da will ich quasi diktatorische Einzelentscheide. Ja. Und da will ich nicht immer eine Teambesprechung, um zu fragen, kann ich da mal 2% extra machen oder eine schnellere Lieferzeit Oder sowas. Immer noch im Meeting oder arbeiten wir schon? Genau. Ja. Also da muss man schon aufpassen, glaube ich, wenn man sowas anpackt. Aber wichtig war uns, und das war am Anfang nicht klar geregelt, da mussten wir eben uns entwickeln in die Richtung, dass wir gesagt haben, was machen wir denn mit den Strategie- und Strukturthemen? Also wenn ein Prozess nicht richtig funktioniert und ich brauche mehrere Abteilungen oder Organe ja bei uns am Tisch, an wen adressiere ich den Wunsch, da was zu verbessern? Ja, genau. Und das waren eben eine ganze Zeit lang, die ersten, sagen wir, 4 Jahre, der Gebhardt, Borg und ich. Und wir waren quasi diese Katalysatoren, aber auch das Wort und die Definition der Rolle Betriebskatalysator gab es jetzt nicht von Anfang an. Ja, was bedeutet das denn eigentlich, Katalysator, in dem Kontext? Ja. Kommt ja, glaube ich, eher aus der Naturwissenschaft. Der Katalysator ist eher Naturwissenschaft, genau, und das ist eben irgend so ein Ding, wenn man das an einen Prozess zufügt, dann geht es irgendwie besser, schneller, man kommt schneller ans Ziel. Es gibt mehr Energie aus der ganzen Geschichte und so weiter, vielleicht auch weniger Abfall, so kennt man das beim Auto. Aber er selbst verbraucht sich nicht. Und das ist quasi diese Rolle des Katalysators bei uns in der Firma, dass man mit den Teams an den Themen arbeitet, da gar kein fachlicher Experte sein muss, sondern eher diese Moderations-Facilitation-Rolle, wie man das auch immer nennen will, einnimmt. Und versucht, das Team eben zu guten Ergebnissen zu bringen, zu guten Entscheidungen zu führen. Und danach ist man eben wieder raus. Mhm. Also wie eine temporäre Projektleitung, aber nicht mit Zielvorgabe, sondern einfach nur unterstützend für den Prozess der Entscheidungsfindung. Also das kann man sich so vorstellen, verstehe ich es richtig, so der oder diejenige bringt die richtigen Menschen zusammen schafft die Infrastruktur dafür, dass das Team gut oder die Menschen, die daran beteiligt sein sollten, dabei sind.
Genau. Und das Ganze auch zu irgendeinem Ergebnis, also moderiert, coacht, wie auch immer, also so, weil das hilft ja doch manchmal, dass man sagt, okay, wir verzetteln uns gerade, mal so aus der Außensicht, vielleicht nochmal einen neuen Blickwinkel einfach reinbringt, aber dann sozusagen zielorientiert eher im Sinne von, das Team kommt zum Ergebnis und nicht ich gebe ein Ziel vor. Kann man es so ein bisschen... Genau, das kann man so sagen. Und es ist auch so, dass wir haben ein Entscheidungsdesign entwickelt als Denkwerkzeug, so nennen wir das, dass es den Mitarbeitern ermöglicht, klarer zu analysieren, ist es jetzt ein Alltagsproblem, das ich alleine auf die Reihe kriegen sollte, oder ist es tatsächlich Struktur oder sogar Strategie? Ja, also mit dem arbeiten unsere Mitarbeiter eigentlich immer in der Reflexion quasi. Okay, und das kann man sich vorstellen, habt ihr als Katalysatoren auch entwickelt, so eine Art von Werkzeug, das jedem an die Hand zu geben, was sich über die Jahre so rauskristallisiert. Wo wir gespürt haben, da gibt es eine Lücke, da bräuchte man Hilfestellungen Richtung Struktur oder Regelwerk oder wie auch immer. Ja. Da haben wir natürlich versucht, unseren Mitarbeitern irgendwas Sinnvolles an die Hand zu geben. Und da wurden Dinge entwickelt, wie eben Entscheidungsdesign, wie eine Rollenbeschreibung zum Betriebskatalysator oder wie eine Firmen-DNA, die der Gebhard Borg dann irgendwann in einer kreativen Weihnachtsphase entwickelt hat, wo man wirklich sagt, wie ist denn eigentlich der einzelne Mensch und die Firma miteinander verstrickt? Ne? Und auf welchen Ebenen gibt es denn da eben diese Kopplungsfunktion? Also wo spürt man, koppelt man an, weil man sagt, das passt einfach gut, und wo gibt es diese Diskrepanz? Um einfach auch Problemfälle, Konflikte, versuchen bestmöglichst zu versachlichen und am Thema festzumachen. Oft ist es ja so, es gibt ein Problem, man denkt, das ist die Software, um jetzt mal im Thema Sales so ein bisschen zu bleiben, und tatsächlich ist es Kommunikationsebene, Mitarbeiter zu Mitarbeiter, warum das der Prozess nicht funktioniert. Und wer findet das raus? Also ist das der Katalysator auch in Gesprächen oder dass man sagt, okay, wir machen da mal ein bisschen Tiefenbohrung, also es ist ja so Ursache, Wirkung und so weiter, das sind ja diese Themen, die da mitkommen. Ja. Also man ist da auch als Beobachter von Themen auch gefragt, man ist Moderator, Mediator, Coach, Challenger, alles. Ja, genau. Also es ist eine sehr, sehr komplexe Geschichte, aber natürlich auch eine super interessante Geschichte. Und ist das jetzt auch deine Rolle? Also bist du weiterhin so in dieser Katalysatorenrolle? Also oder schon? Also ich habe handelsrechtlich wahrscheinlich Geschäftsführer und Inhaber, jetzt mal in der betrieblichen Rolle, wie würdest du dich selbst definieren? Es gibt natürlich auch noch die Rolle Geschäftsführer, ganz klassisch, also im Dialog mit Banken, Steuerberater, so das ganze Thema klassisch Geschäftsführung, das gibt es bei mir auch noch, das ist vielleicht noch Zeitbudget 10%, 15%, sowas maximal. Im Tagesgeschäft tatsächlich bin ich so gut wie gar nicht mehr unterwegs, also das ganze Thema Alltag mit Kunden, Auftragskontrolle, keine Ahnung, das ist bei mir überhaupt nicht mehr. Ich bin natürlich noch auch greifbar für Kunden. Ich bin auch ab und zu Repräsentant der Firma und auch ab und zu vertrieblich aktiv, unterstützend. Aber meine Hauptarbeit ist eigentlich das Thema interne Projekte, wo man mich braucht, um zu unterstützen. Zum Teil auch wirklich als Experte dann oder tatsächlich nur als Moderator. Das geht beides. Dann haben wir auch dieses Jahr wieder einen weiteren Schritt gemacht, da mehr Struktur reinzukriegen. Wir haben jetzt nicht nur die Organe, die sich regelmäßig treffen und untereinander weiterentwickeln, sondern wir haben noch einen Strategiekreis und einen Strukturkreis etabliert. In diesen Gremien, sage ich jetzt mal, die sind gewählt von der ganzen Belegschaft. Da habe ich einen Dauersitz, sodass ich also bei den übergeordneten Themen eigentlich immer mit am Tisch sitze und auch so ein bisschen meine Themen auch platzieren kann, aber auch als Experte da greifbar bin, ohne Gefahr zu laufen, dass man wieder die klassische Chefrolle da einnimmt. Ne? Weil da musste ich mich zum Beispiel die ersten 2-3 Jahre wirklich sehr zurücknehmen. Also in der Anfangsphase einen Wunsch zu äußern oder selbst nur eine Anmerkung in einem Bewerbungsprozess, ist es so ganz klassisch auch passiert. Ja. Wenn ich sage, oh, der Kandidat war jetzt aber ziemlich überzeugend. Das war quasi so verstanden worden, wie dann wird es der auch. Ne? Und wenn es dann nicht funktioniert hat im Team, dann hat man eben gefragt, an was lag's? Und dann hieß es oft, Stefan, du wolltest den doch. Ne? Also quasi wie früher, so als Ansage,
Aber weich formuliert. Aber trotzdem quasi bewusst so formuliert in der Annahme der Mitarbeiter, weil ich das so haben wollte. Ja. Und das ist dann falsch verstanden. Es ist ganz, ganz wichtig, glaube ich, dass die Mitarbeiter merken, man will in so einer Geschichte wirklich konsequent bleiben und bleibt seiner Philosophie auch treu, dass die Mitarbeiter tatsächlich selbst entscheiden müssen. Ja. Ja, und ich mich da tatsächlich zurücknehme. Aktuell ist es aber so, dass ich mich wieder traue, Tipps zu geben, ohne dass sie als Befehl oder Ansage verstanden werden, sondern dass sie einfach mit in die Diskussion mit einfließen. Ja, weil das wäre auch interessant zu erfahren. Du hast ja die gesamte die Belegschaft mitgenommen, also auf die Reise erstmal eingeladen. Die Frage ist jetzt, kam jetzt als, wie auch man sich es vorstellen kann, haben alle die Reise auch mit dir, sind alle die Reise bis dahin mit dir gegangen? Weil das ist sicherlich ein Thema, Kultur zu verändern im weitesten Sinne. Diese Sprache, die du gewählt hast oder die neue abzuprüfen, das nicht als Befehl zu missinterpretieren, sondern du hast jetzt einen Reifegrad wahrscheinlich entwickelt in der Kultur, dass alle wissen, das ist wirklich nur deine Meinung und nicht eine Ansage an der Stelle. Kannst du das nochmal beschreiben? Wie viel hast du mitgenommen? Ja. Also 10%, 50%, 100%? Weil das ist vielleicht auch nochmal kritisch zu hinterfragen. Kannst du alle mitnehmen oder wo sagst du auch, wo wird es schwierig und wo muss man dann auch mal Konsequenzen oder alle ehrlich zu sich selbst sein? Ja, genau. Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe ja am Anfang von diesem 7-köpfigen Team gesprochen, das ich versucht habe, da zu begeistern für das Thema, die letztendlich aber gesagt haben, nee, für uns ist es nichts. Von den 7 haben nach meiner Entscheidung, quasi das trotzdem machen zu wollen, haben uns 5 relativ schnell verlassen. Ja? Einer wurde tatsächlich aktiv gekündigt, da war der Konflikt einfach zu groß. Ich habe mich persönlich aber wirklich bemüht, alle irgendwie zu versuchen, trotzdem noch mitzunehmen. Und es gab Mitarbeiter in diesem Kreis, die haben zum Beispiel gesagt, ich war jetzt 3 Jahre Fortbildung, Abendschule, Wochenende, bin jetzt Betriebswirt und so und mit dem klaren Ziel, Personalverantwortung zu haben. Das geht jetzt nicht mehr bei der Firma Heiler, also suche ich mir ein neues Unternehmen. Das war für mich total okay, nachvollziehbar, klares Standing. Die Person ist jetzt auch Abteilungsleiter und hat seinen Personalstamm unter sich. Ja. Also das ist für mich alles absolut okay gewesen. In der Regel war es auch wirklich eine saubere Trennung, also gar nicht im Bösen. Ja, das war eine Person war da speziell, aber auch das muss man aushalten, glaube ich. Also wenn man in so eine Richtung geht, in so eine Richtung muss man nicht gehen, um ab und zu mal was aushalten zu müssen. Ne? Ja. Ganz klar. Aber ich wollte zum Beispiel unseren damaligen Prokuristen, der war so in meinem Alter, 10 Jahre bei der Firma, wirklich kaufmännisch, technisch, auf einem guten Niveau. Wir waren alle happy, dass er da war, war etabliert als Mitarbeiter, den wollte ich haben. Weil ich wollte jetzt natürlich auch nicht zu viel Instabilität riskieren. Und er war auch vom Wertebild her, als Privatmensch, würde ich jetzt mal sagen, sehr, sehr ähnlich zu mir. Und deswegen hat mich das auch einigermaßen zuversichtlich gemacht, dass wir das schon irgendwie hinkriegen. Und dieser Weg weg von Führung hatte ja nichts mit zu tun, dass auf einmal auch kein Firmenwagen mehr und Gehaltskürzungen und so. Das war natürlich überhaupt keine Diskussion, sondern es wäre alles beim Alten geblieben. Und trotzdem hat er dann irgendwann, trotz meiner Mühen und Einreden und Bitte und jetzt komm, das schaffen wir doch, und wollte er da nicht bleiben. Und dann habe ich gefragt, Mensch, was ist der Grund? Also, da hat er gesagt, also ich verstehe, dass du den Weg da gehen willst. Ich glaube sogar, dass es für die Firma Heiler wirklich gut funktionieren kann. Ich glaube auch, dass die Zeit dafür reif ist. Ich glaube auch, dass du vom Typ her das und so weiter, alles wunder, überall Haken dran. Da habe ich gesagt, aber ich kann nicht den Leuten beim Fehlermachen zugucken. Ja? Und für ihn war klar, es beginnt jetzt auch ein Lernprozess für ganz viele. Und das bedeutet eben auch, dass Fehler passieren, die ihm jetzt als 10 Jahre Erfahrung und so weiter vielleicht in manchen Prozessen jetzt nicht mehr passieren. Und das muss man aushalten können. Ja? Und da braucht es eine gute Fehlerkultur. Das heißt nicht, Fehler sind egal und wir haben jetzt alle Spaß beim Fehler machen, sondern es geht darum, diese Entwicklung bewusst machen zu wollen, diesen Lernprozess anzugehen, und das ist immer erstmal verbunden mit Schmerzen. Und das konnte er tatsächlich mit sich nicht vereinbaren. Und
konnte ich dann auch verstehen. Also der hat es auch wirklich versucht. Der war emotional brutal an seine Grenzen und ist jetzt auch Leiter von einer Werkstatt und so weiter und fühlt sich da, glaube ich, auch wohl. Ist uns, glaube ich, immer noch gut gesonnen. Er ist ein Lieferant sogar von diesem neuen Betrieb, wo er Betriebsleiter ist. Also das sind so die Geschichten. Es ist halt eine emotionale Geschichte. Diese Transformation, es geht jeden Einzelnen an. Auch mich als Geschäftsführer hat es sehr stark in eine Weiterentwicklung geführt. Ja, also ich muss ganz anders kommunizieren, als ich das noch davor gewohnt war zu tun. Es sind andere Denkprozesse, die da stattfinden. Man hat andere Methoden, um mit Teams zu reden und so weiter. Man entwickelt sich da, wie gesagt, fast schon täglich einfach mit diesem ganzen Konstrukt weiter. Und das bestätigen auch die Mitarbeiter, die geblieben sind, dass das eine ganz hohe Wertigkeit hat, auch für sie als Person. Ja. Umgekehrt, wenn man das jetzt mal anders betrachtet, du hattest es schon angedeutet, dass es sogar aktive Bewerbung gibt, also für Menschen, die das mitbekommen, ist das auch eine gewisse Attraktivität, gerade für diejenigen, die, sag ich mal, eher lieber so arbeiten wollen. Also wie ist da so dein aktuelles Gefühl? Ist es auch positiv auf eine andere Art und Weise? Also nicht nur negativ, sondern natürlich. Ja, genau in die andere Richtung? Genau, also ein Mitarbeiterabgang muss ja nicht immer negativ sein. Es ist ja manchmal auch wirklich ein guter Gesundungsprozess. Ja. Aber tatsächlich die Attraktivität für Leute, die so eine Führung angenehm, wertvoll, sinnvoll finden, das ist natürlich ein Glückstreffer. Ja, also wenn sich jemand wegen der Kultur und nicht, weil wir so tolle Glassachen machen oder weil sie schon immer mal in Waaghäusern arbeiten wollten in der Metropole. Also die Wahrscheinlichkeit ist ja relativ gering. Ja. Wir haben tatsächlich jetzt mittlerweile 5 Menschen, die bei uns gestattet sind, begonnen haben zu arbeiten, weil sie der Kultur wegen gesagt haben, das will ich so machen. Und das ist klar, da hat man schon eine Kopplung auch zum Unternehmen und eine Qualität der Mitarbeiterbindung, wenn man so will, wo viele sich überlegen, was muss ich jetzt noch alles machen und Gehaltsmodelle und was auch immer. Das ist nicht das, was, glaube ich, langfristig bindet. Ja. Langfristig bindet tatsächlich so diese Sinnerfüllung im Arbeiten. Und das hat viel mit Kultur zu tun und viel weniger jetzt mit Prozess oder Produkt oder was auch immer. Du bist aber damit auch ein hohes Risiko eingegangen. Also einfach mal so aus unternehmerischer Sicht, ne? Also um das zu sagen, geht das eigentlich gut? Mhm. Also was ich hier angefangen habe, weil du hast ja beschrieben, das ist ja so ein bisschen all or nothing. Also ich gehe jetzt diesen Weg, hast auf dem Weg nochmal 1-2 Prüfstellen gehabt, hast dir dafür den Gepard genommen oder nochmal vertraute Personen, so sind wir hier auf dem richtigen Weg und hast es für dich bejaht. Ne? So hast du es ja vorhin beschrieben. Kam es auch mal zu so kritischen Situationen, wo du dann nochmal ins Zweifeln gekommen bist oder sagst du, okay, das war wirtschaftlich auszuhalten, weil nicht, dass ihr in so einer... Mhm. Weißt du, dass man sich in so einer Selbstbeschäftigung irgendwann befindet und einfach das Drumherum ein bisschen vergisst? Kannst du das nochmal, wie ist es da ergangen? Also viele verbinden ja mit New Work, sage ich jetzt mal, mit dem Überbegriff auch so eine Schönwetterphase in Kultur. Ja. Ja, und wenn es dann ernst wird, dann rudert man eh wieder zurück und dann kommt der starke Mann notfalls mit dem. Das meinte ich, genau. So. Ja. Das ist immer noch so relativ verbreitet, glaube ich, selbst von Leuten, die sagen, ja, kann ja vielleicht funktionieren sowas. Ja. Ich war mir dagegen wirklich von Anfang an sehr sicher, dass das eine neue Stabilität bedeutet für die Firma Heiler, wenn wir das schaffen. Das war für mich auch wirklich eigentlich eine Strategie, die Firma Heiler überhaupt nachhaltig so aufzustellen, dass sie zukunftsfähig ist. Und der Überzeugung bin ich immer noch. Aber wir sind tatsächlich durch Täler durch. Also man kann sich das viel... extremer fast nicht vorstellen. Also wir sind ja 2014 sind wir gestartet, ich bin auf die Belegschaft zu, erstmal aufgeschlaut, Zahlen, Daten, Fakten und quasi der Hinweis, wir müssen da was tun, damit wir langfristig stabil sind und so und da wollen wir in die Richtung. Das war Anfang 2014. Ende 2014 ging unser Hauptlieferant, Schwesterfirma, Glaswerk, gegründet von meinem Vater privat, nicht von der GmbH, aber das war eben Nachbarschaft direkt und so und war auch im Marketing-Mix
eine wunderbare Sache. Also wir haben unsere Kunden eingeladen, sind durchs Glasweg durchmarschiert und 7500 Quadratmeter Produktionsfläche und so. Die ging Konkurs. Und das hat unser Wettbewerb ordentlich ausgeschlachtet, logischerweise. Ne? Wurde dann gleich auf gleiche Geschichte übertragen. Die Firma Heiler ist bald Konkurs und so. Und dann haben uns ja diese führenden Mitarbeiter verlassen durch diesen Prozess. Und das kam dann noch hinzu. Ne? Also auch die besten Mitarbeiter gehen schon. Dann die Nachfolge bringt ja alleine schon viele Unternehmen so ordentlich durcheinander. Ja. Das hatten wir ja sowieso zu verkraften. Also es gab viele, viele Dinge. Frühere Mitarbeiter haben sich zusammengeschlossen und direkt vor der Haustür das gleiche Geschäftsmodell aufgebaut, Kunden mitgenommen. Also man kann sich es viel schlimmer nicht vorstellen. Ja. Ne? Und natürlich war das auch eine Zeit mit, ich sag mal, kontroversen Diskussionen mit meinem Vater, ob das jetzt tatsächlich die richtige Entscheidung war oder nicht. Ich bin mir wirklich sehr, sehr sicher, dass wir diese Phase nur deshalb überstanden haben, weil wir die Mitarbeiter tatsächlich mit ins Boot genommen haben. Und das hätte ich alleine mit 2, 3, 4, 5 Abteilungsleitern zusammen nie im Leben irgendwie aufhalten können. Also dadurch, dass wir das der ganzen Belegschaft transparent gemacht haben und dass die alle am Denken waren, also die wollten... Das ist ja eine hohe Motivations, ein hohes Motivationslevel, sage ich mal, an der Rettung der Firma quasi mitarbeiten zu können und da seinen Beitrag leisten zu können. Und es gab tatsächlich auch die, die sagen, wenn die meinen, die müssen uns da Konkurrenz machen, jetzt zeigen wir es denen aber mal richtig und so. Ne? Das ist eben meine Wahrnehmung in diesem ganzen Prozess, auch jetzt im Rückblick, gibt es Heiler eigentlich nur noch deshalb, weil wir diese Transformation gemacht haben. Uns hätte ansonsten, also das Glaswerk hatte nichts mit dem Transformationsprozess zu tun, die Nachfolge an sich hätte es auch gegeben, auch ohne Transformationsprozess. Der Mitarbeiter, der diese, oder der Ex-Mitarbeiter, der diese Konkurrenzfirma aufgebaut hatte, hatte die auch schon 2011 oder 12, also auf jeden Fall vor der Transformation gestartet. Es war für ihn jetzt nur noch leichter, die weiteren Mitarbeiter anzuwerben. Also es hätte vieles sowieso stattgefunden ohne den Transformationsprozess und die Auswirkungen hätten wir als klassisch hierarchisch geführte Unternehmung, glaube ich, nicht gemeistert. Das ist eigentlich meine Erfolgsstory, die ich tatsächlich an der Transformation festmache. Jetzt nicht, dass der Umsatz explodiert ist oder dass die Fluktuationsrate sich halbiert hat oder der Krankenstand runter ist, so diese Hard Facts, die waren mir da auch gar nicht so extrem wichtig. Das ist selbstverständlich, dass ein Unternehmen wirtschaftlich sein muss, ne? Auf lange Sicht. Aber das ist die Erfolgsstory ist eigentlich, dass es Heiler noch gibt, trotz der ganzen Schwierigkeiten, die es da gab. Ja. Du hast ja auch vorhin beschrieben, als du über deinen Prokuristen gesprochen hast, dieses Thema beim Fehler machen, zugucken, dass er sich da so schwer mit tut. Mhm. Und ich glaube, das verbinden ja dann doch auch viele mit Geschwindigkeit ein Stück weit. Also manchmal könnte man so das Gefühl, also lass uns jetzt nicht hier rumeiern, wir wissen eigentlich, wie es ist und dann können wir morgen eigentlich damit starten. Genau. Den Weg, den ihr oder den du eingeschlagen hattest, das könnte man vermuten, dauert ein bisschen länger. Und gerade in der Situation dann 2014, wie du es beschrieben hast, also wie hast du die Kontenance sozusagen bewahrt, da nicht über zu regulieren und wieder zu sagen, ich komme auch in die alten Verhaltensmuster rein. Ja. Gerade aus dem Grund heraus, Menschenskinder, warte mal, jetzt brauchen wir doch ein bisschen mehr Geschwindigkeit und das hat jetzt wieder eine höhere Priorität vielleicht als die Transformation. Wie konntest du dich zurückhalten oder oder mit dem Prokuristen zusammen, mit dem Gap hast du gesagt, dass er sagt, okay, wir schaffen das, wir glauben, dass das Richtige ist. Aber wie hast du die Bestätigung so für dich in dem Moment bekommen? Also für mich war der Zusammenhang logisch, dass wenn ich unternehmerisch denkende und handelnde Mitarbeiter will, dass ich die dann erstmal aufschlauen muss und dass ich die tatsächlich, dass ich da den Freiraum schaffen muss, dass die tatsächlich auch dieses unternehmerische Umsetzen überhaupt erst spüren, fühlen. Und das dann Normalität wird. Und dazu muss ich mich zurückhalten. Also ansonsten ist es einfach vorbei. Also ansonsten kommt sofort wieder die Komfortzone. Und das meine ich gar nicht jetzt, ich sage jetzt mal, als Vorwurf oder so, sondern das ist total menschlich. Also wer will denn schon bewusst noch mehr Aufwand betreiben müssen, als unbedingt notwendig? Ne? Das ist selbst
ich sag mal, in der... Schnelles Denken, langsames Denken, kann man dazu auch mal lesen. Wunderbar, ja. Genau. Also, perfekte Beispiele, ganz genau. Der Professor Hüter ist ja auch so, ja. Diese Gehirnforschung geht ja auch in die Richtung. Ja. Eigentlich will das Gehirn möglichst... Minimalenergie. Minimalenergie und schön langsam und am besten reflexartig irgendwelche Meinungen raushauen und Handlungen abrufen, wo man nicht großartig drüber nachdenken muss. Genau. Und an der Unternehmensentwicklung, unternehmerisches Denken ist eigentlich genau das Gegenteil. Also man muss da richtig hart ran, man muss sich selbst reflektieren, drüber nachdenken. Man muss da Lust haben, auch am Lernen. Ja? Und Lernen bedeutet immer erst, das haben wir auch mal, also jetzt nicht entwickelt, aber mit unserer Belegschaft wirklich diskutiert. Wenn ich einen Lernprozess anfange, ich fange immer an mit einer bewussten, mit einer unbewussten Inkompetenz. Die tut überhaupt nicht weh. Ja. Wenn ich dann anfange, wird auf einmal die Inkompetenz bewusst. Das ist total unangenehm, wenn man merkt, ich habe da keinen Plan von. Muss es aber irgendwie machen. Und wenn ich dann dran arbeite und Fortschritte mache, irgendwann habe ich eine bewusste Kompetenz. Ja, da ist es immer noch Aufwand, aber ich krieg's hin. Und irgendwann in der Entwicklungsstufe relativ spät ist man dann so weit, dass man es automatisch eigentlich richtig macht. Das Autofahren ist da eine schöne Metapher, ne? Also erste Fahrstunde und Gang einlegen, Schulterblick langsam kommen lassen und Blinker und Achtung, das fühlt sich alles ganz brutal an. Ne? Als Kind hinten auf der Sitzbank will man von dem Ganzen nichts wissen. Ne? Also da habe ich eine unbewusste Inkompetenz und komme ja auch überall so hin, ja, mit Eltern und so weiter. Also das ist eine schöne Metapher und genau diesen Lernprozess, der ist für jeden Einzelnen schwierig und anstrengend. Für manche auch per se reizvoll. Also ich bin so einer, mir macht das Spaß. Aber das, wenn man dann das Ziel, sagen wir, für sich erkannt hat, warum es Sinn macht, durch so einen Lernprozess zu gehen, dann nimmt man das auch alles in Kauf. Und so war es bei mir auch. Ich wusste, wo will ich hin. Und ich wusste, ich muss dafür so meinen Drang auch mal in Meetings rauszuplatzen, zu sagen, so lange kann man doch nicht über so ein Thema diskutieren, das ist doch eindeutig. Ne? Ja. Und so, das muss man sich halt verkneifen. Ja. In der Anfangsphase hätte ich da oft durchdrehen können, fast schon. Ja. Aber du beschreibst es ja, die Biologie, also wenn man wirklich also schnelles Denken, langsames Denken kann man lesen, also die Biologie arbeitet ein bisschen dagegen. Also das heißt einfach, der versucht ja, wir haben ja relativ wenig Hauptspeicher und so, dass man mehr aus diesem schnellen Denken agiert. Ja. Wie hältst du diese Energie und dieses Thema, also gegen die Biologie ein Stück weit, bei jedem Einzelnen zu arbeiten, wie hältst du das aufrecht? Also dass quasi... dass jeder, sage ich mal, den Kanal nach hinten aufmacht und diesen Weg, den du eben beschrieben hast, dann auch mitmacht und sagt, ich gehe mal jetzt nicht in das situative, schnelle Antworten einfach rein, weil es bequemer ist und so weiter und so fort und weniger Energie verbraucht. Ja. Wie hältst du das aufrecht, so jetzt so tagtäglich, also bei allen? Genau, also es ist ja jetzt nicht so, dass unsere Mitarbeiter oder auch ich persönlich jetzt 8 Stunden in diesem Langsam-Denken-Modus bin und ich alles hinterfrage. Ja. Also so ist es ja nicht, aber man braucht, glaube ich, Strukturen, die einen regelmäßig dazu nicht nur einladen, sondern fast zwingen, diesen Modus Langsamdenken tatsächlich einzuschalten. Mhm. Und dafür muss man auch sorgen. Also von alleine passiert das nicht. Hast du mal ein Beispiel? Also was gibt es da für ein Format? Oder? Ja, also ich sage jetzt mal, es gab ein schönes Beispiel. Es gibt ja oft so im normalen Unternehmensalltag auch so Heldenstories. Ne? Da funktioniert bei einem Monteur auf irgendeiner Baustelle irgendwas nicht, da hat von mir aus das Scharnier gefehlt. Falsches Scharnier in Karton gepackt, also Dusche kann nicht montiert werden, Kunde ist aber ganz, ganz wichtig und aufgelöst und was machen wir jetzt? Ne? Und Alarm im Büro und dann entschließt sich die Führungskraft halt in die Werkstatt runter, holt das richtige Scharnier, setzt sich in sein Auto, fährt nach, keine Ahnung wohin, liefert das Ding ab, dadurch ist der Kunde bedient und 18 Überstunden und überhaupt. Und alle happy. Ja. Genau. So, das ist, würde ich jetzt mal sagen, schnelles Denken und Handeln. Ne? Davon hatten wir früher auch wirklich viele, viele Stories. Aktuell ist es so, wenn man sowas feststellt, wenn das einmal passiert, kann man sowas auch machen. Wenn es aber regelmäßig solche Helden-Stories braucht, weil irgendwas nicht vollständig ist, dann ist es relativ klar, man hat irgendein Prozessproblem. Also da passt strukturell was nicht. Und spätestens in so einer Situation sollte
ein Mitarbeiter der Firma Heiler mit einem entsprechenden Reifegrad, ja, sollte einfach auf den Trichter kommen. Das ist jetzt keine Geschichte, die ich mal schnell eben so auf einem kurzen Dienstweg löse, sondern ich brauche jetzt ein Team von Leuten, die in diesen Gesamtprozess involviert sind. Da ist eventuell organübergreifend noch jemand notwendig, aus der Konstruktion, aus der Werkstatt, aus dem Versand, keine Ahnung. Und dann setzen wir uns zusammen und machen uns mal klar, wie sieht denn der Prozess aus? Und dann kommen wir vielleicht auf den Trichter, dass der Prozess überhaupt gar nicht klar ist. Ja, da ist nicht transparent und vielleicht liegt es alleine schon an dem. Und dann muss man sich eben die Zeit nehmen, sowas von hinten quasi aufzuziehen. Und der Ansprechpartner jetzt bei euch in der Organisation wäre wieder der Katalysator für sowas. Katalysator, genau. Ja, genau. Ja, okay. Mittlerweile gibt es auch in den Teams Leute, die bis zu einem gewissen Grad tatsächlich das auch selbst zutrauen. Ja. Aber die können jederzeit aktiv Unterstützung anfordern. Mhm. So, und jetzt, weil uns ja wie immer die Zeit ein bisschen wegläuft, aus dem Bauch raus. Vielleicht so die fünf Dinge, die jeder mitnimmt. Was ist der Vorteil von dem, was du gewählt hast als unternehmerisches Betriebssystem gegenüber klassischer Führung? Oder vielleicht die Top 3 oder wie fasst es zusammen? Also dass du sagst A, B, C, das sind eigentlich aus meiner Sicht die drei großen Vorteile, sich damit zu beschäftigen. Okay, also größter Vorteil, glaube ich, ist, dass man wirklich die komplette Belegschaft im Denkprozess tatsächlich hat. Also wenn es drauf ankommt, sind bei uns eben alle Hirne aktiv und beschäftigen sich mit dieser Herausforderung. Je größer die Herausforderung, desto größer die Gruppe, die sich damit auseinandersetzt. Also eigentlich genau andere Logik wie klassische Unternehmensführung. Je schwerwiegender das Thema, desto kleiner wird die Gruppe, die darüber diskutiert. Bei uns wird sie eben größer. Und ich glaube, ob das jetzt Thema Schwarmintelligenz ist, keine Ahnung was, kann man auch Bücher noch und nöcher dazu lesen. Es ist einfach total einleuchtend, dass die Entscheidungsqualität steigt mit der Menge an Menschen, die zu der Entscheidung einfach beitragen, wenn sie ein ernsthaftes Interesse an dieser Entscheidung haben. Ne? Und Boykott zum Beispiel gibt es bei uns in der Firma eigentlich gar nicht mehr. Da kann man sich gar nicht mehr durchsetzen. Ne? Also auch taktieren und so. Ich glaube, das ist vielleicht sogar Vorteil Nummer 2. Oh, ja. Man hat in den Teams eigentlich eine so gesunde Kultur, dass da Manipulierer, Dampfplauderer, Pseudohelden und so weiter, die sind relativ schnell gefunden, ne? Diese Maschen. Das kann man in unserer Firma eben nicht durchziehen. Also es gibt auch keine Machtstrukturen, wo man sich clever irgendwo hinter verstecken kann, sondern das ist eine Diskussion mit offenem Visier. Das kann richtig Spaß machen, wenn man am gleichen Strang zieht und weiß, warum und wer übernimmt was und so. Und es ist für jeden eigentlich nicht machbar, da dagegen zu arbeiten. Das ist, glaube ich, ein Riesenvorteil. Es ist nicht so, dass jeder immer 100% Vollgas und extra Meile und was auch immer gehen muss. Da muss man, glaube ich, in unserer Kultur sogar aufpassen, dass sich Leute da nicht in ihrer Euphorie manchmal verbrennen. Wir haben die Situation gehabt, dass da wirklich Vorreitermenschen, die da wirklich also mit absolutem Commitment in diesen Prozess gegangen sind und dann ab und zu mal auch gesagt haben, ich muss mich jetzt mal auch ein halbes Jahr da jetzt rausnehmen, ne, aus dieser Vorreiterrolle. Und das ist total gesund, ne, wenn das Mitarbeiter selbst auch spüren. Es gibt ja auch noch ein Privatleben, ne, wenn es da mal wirklich eng wird, ob das jetzt ein Krankheitsfall, Beziehungsstress, keine Ahnung ist, dann ist man nicht mehr so belastbar im geschäftlichen Umfeld. Und auch das wird in der Gruppe in der Regel akzeptiert. Also das ist einfach ein sehr gesundes Abwägen. Viele Leute können sich nicht vorstellen, dass man Urlaub ohne Führungskraft irgendwie geregelt kriegt. Da lachen unsere Mitarbeiter tatsächlich drüber. Die denken, wenn sie sich das jetzt nochmal vorstellen müssten, wie das wäre, fragen zu müssen, ob ich am nächsten Freitag vielleicht mittags schon mal heim kann, weil ich da keine Ahnung was habe. Mhm. Und man muss dafür zu einer Führungskraft, das ist für die schon fast schon schizophren. Ja. Ja, also das ist total, total krankmachend eigentlich. Und trotzdem ist es eigentlich noch das normale Unternehmensumfeld, vor allem jetzt im kleinen mittelständischen Bereich, glaube ich, ist das klassische Führungsthema schon noch sehr, sehr etabliert. Genau. Und ich glaube, dann sind wir vielleicht sogar schon beim Vorteil Nummer 3, nämlich der Mitarbeiterbindung. Also wir sind ja durch einige Täler durch und da gab es tatsächlich Mitarbeiter, die gesagt haben, wir müssen das schaffen. Ich weiß nicht, wo ich sonst hin soll. Also ich kann doch nicht mehr in irgendeinem normalen 0815-Betrieb
unter irgendeinem Abteilungsleiter Sachbearbeitung machen, kaufmännische oder so. Da kriege ich Mumps, da kriege ich so einen Hals. Ja. Ja? Also es gab wirklich Situationen, da hat quasi der Innendienst schon den Außendienst gepackt und sagt, jetzt verkauf doch, wir brauchen Umsatz, jetzt mach, sonst müssen wir irgendwo anders hin und das wäre ganz furchtbar. Ja. Also so eine Art der Mitarbeiterbindung, das sagt, glaube ich, vieles dazu aus. Ne? Wie stabil so eine Firma tatsächlich werden kann. Es gab auch Aussagen wie, mir ist es scheißegal, was wir verkaufen, ich verkaufe notfalls auch Jeans, Hauptsache wir können zusammen weiterarbeiten. Ne? Ja. Also das sind ehrliche Geschichten, wo man einfach sagt, viel besser kriegt man es eigentlich nicht auf den Punkt gebracht, was uns da zusammenhält. Und das ist eine Qualität, die auch jedem, glaube ich, einleuchtet. Ja, das heißt, es gibt oft in dieser Reise oder auf dieser Transformation irgendwann, ich würde das zusammenfassen, ist so wirklich der Point of No Return. Und zwar auch für den einzelnen Mitarbeiter, der sagt, ich fühle mich so wohl in dieser neuen Art der Zusammenarbeit. Ich möchte gar nicht mehr sozusagen zurück zum Alten. Und zwar jetzt nicht sogar innerhalb der Firma, sondern auch außerhalb dann der Firma, was das einfach treibt. Wo würdest du denn den Reifegrad, also das spricht ja auch für so Reifegrade. Also am Anfang waren ja die Basics und dann wie Urlaub, also so die ganz trivialen unternehmerischen Fragen wie Urlaubs und Führung, dann haben wir es nicht. Und jetzt habt ihr ja so einen gewissen Reifegrad entwickelt. Seid ihr jetzt fertig oder wie geht's weiter? Ja. Also fertig ist, glaube ich, so eine Transformation sowieso nie. Ja. Also es ist ja quasi wie eine tägliche Unternehmensentwicklung, wenn man so will. Man bleibt einfach am Thema dran. Man stellt sich den aktuellen Herausforderungen, die werden eher mehr und ändern sich auch immer schneller. Das ist ja diese VUCA-Welt, noch so ein Buzzword. Ja. Also es ist halt einfach komplex, schnelllebig. Und die schwarzen Schwäne. Die schwarzen Schwäne gibt es dann auch noch, ganz genau. Ich glaube, da ist einfach so eine Struktur, wie wir die haben, viel, viel eher in der Lage, darauf zu reagieren, als jetzt das klassische Pyramidenbild. Ne? Das ist klar. Unsere Mitarbeiter jetzt vom Reifegrad her, natürlich total heterogen auch. Ne? Also oder Heilerglas als Ganzes. Ja. Als Ganzes würde ich, das liegt ja auch im Auge des Betrachters. Ja. Also wenn ich jetzt, ich sag mal, diese... vor kurzem habe ich den Begriff New Work Nirvana, so als maximale Ausbaustufe des... super agilen, selbstgesteuerten Unternehmens. Keine Ahnung, auf welcher Stufe da wir von 1 bis 10 sind, vielleicht bei 6, 3, würde ich jetzt mal gezielt sagen. Aber die Stufen sind ja auch gar nicht definiert. Ja. Also, wir sind eine sehr heterogene Firma, wir haben eben handwerkliche Komponenten drin, wir haben Produktion mit dabei, wir haben Vertrieb, wir haben IT-Themen auch und so weiter. Und dann ist es ganz klar, dass da alleine dadurch schon eine hohe, Bandbreite an Reifegraden existieren. Wir sind jetzt halt nicht die Startup-Bude, IT-Programmierung, Berliner Berlin, Umfeld, genau, ganz genau, und haben alle ganz lustige Frisuren und so. Ja. Also das sind wir nicht. Ja, wir sind eher klassischer, mittelständischer, handwerklich orientierter Betrieb mit ein bisschen Industriegenen auch mit dabei. Also wir haben eigene Patente für Scharniertechnik entwickelt, wir haben eigene Werkzeuge für eigenes Design und was auch immer. Ne? Aber am Ende beraten wir Kunden in individuellen Glaslösungen. Wir konstruieren die und wir montieren die auch deutschlandweit. Und das ist unser Geschäft. Und da ist der Reifegrad der Firma mittlerweile so, dass ich mir als Geschäftsführer den Luxus auch erlauben kann, aus diesem ins Hamsterrad gar nicht mehr einsteigen zu müssen, Tagesgeschäft. Ich kann mich um strukturelle und um strategische Themen kümmern. Ich kann mir die Freiheit erlauben, auf eine Hannover-Messe zu gehen, was jetzt erstmal überhaupt gar nichts mit unserem Thema Glas zu tun hat. Und entdecke dort zum Beispiel Sachen wie ein Exoskelett, wo ich mir denke, oh, wäre vielleicht auch was für unsere Monteure, die lupfen ja die riesenschweren Scheiben rum und so weiter. 3D-Scan für Raumaufmaße und das voll integriert eventuell dann mit unserem CAD-System. Also so Geschichten, da kann ich drüber hirnen, nachdenken und mit Leuten aus unserer Firma tatsächlich auch so Sachen diskutieren. Diese Themen, diese Zukunftsthemen ins Unternehmen bringen, die schon zur Diskussion zu stellen. Und ich glaube, das ist ein super wichtiger Impuls auch für die Firma, den es braucht. Und das ist, glaube ich, etwas, wo die allermeisten Geschäftsführer fast keine Zeit zu haben, weil sie in diesem Hamsterrad eben drinstecken. Finde ich fantastisch, weil das beschreibt, also wenn ich es in meinen Worten auch nochmal sagen darf, ist, ihr habt einen organisatorischen Reifegrad nach diesem Modell erreicht,
was jetzt erlaubt, sage ich mal, die Sensoren auch zu öffnen für die eigentliche geschäftliche Entwicklung, Impulse genau. zu suchen, die vielleicht vordergründig jetzt auch nicht auf der Hand liegen. Aber das ist ja oftmals so im Leben. Passiert irgendwas, kommt ja auch aus diesem Design Thinking. Ja. Es gibt irgendwelche Impulse und dann stellt man sich genau diese Frage. Und so würde ich das fast für mich dann, also ja. habe ich es verstanden, das ist auch eine Grundvoraussetzung jetzt wieder für Innovation, und zwar geschäftliche Innovation, mhm. wo auch immer die Reise der Firma Heiler Glas dann demnächst hingeht. Und das habt ihr Absolut. Geschafft die letzten 5, 6 Jahre. Genau, also es gibt in meiner, sagen wir mal, Gedankenschublade jetzt 3, 4 mögliche neue Geschäftsmodelle, die ich auch alle schon so ein bisschen angeteasert habe, wo man jetzt schon so langsam in größeren Gruppen auch mal drüber nachdenken kann. Und das ist, das fühlt sich sehr, 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 sehr gut an. Da fühle ich mich auch selbst wirklich pudelwohl. Oder jetzt so einen Podcast zu machen. Also auch das ist ja Zeit, die man bewusst investieren muss. Das mache ich unglaublich gerne. Ich lerne da auch mit jedem Interview auch selbst wieder Sachen. Mit jedem Kontakt gibt es wieder neue Möglichkeiten. Auch von Zusammenarbeit, von was auch immer. Das sind tolle, tolle Themen, viel interessanter als irgendwie im Tagesgeschäft Ausgangsrechnungen zu kontrollieren oder so. Ja, also ich fühle mich damit wirklich sehr, sehr wohl. Ja. Sehr schön. Ja. Stefan, bevor wir den Podcast heute zum Abschluss bringen, haben wir immer noch so ein paar nette Fragen. Die kann man immer nur mit dem einen oder anderen beantworten. Okay. Die gehen auch an dir nicht vorbei. Mhm. Das erste wäre Maultaschen oder Flädlesuppe? Beides gerne. Flädlesuppe noch ein bisschen lieber. Sehr gut. Bier oder Wein? Auch beides gerne. Du darfst dich nur für eins entscheiden. Ja, guter Wein ist mir guter sehr, sehr wichtig. Und dann, ich habe was gelernt mit dem Fußball. Kloppo oder Tuchel? Kloppo. Wunderbar. Stefan, ich danke dir für eine ganz tolle Folge. Und vielleicht sehen wir uns ja nochmal in dem einen oder anderen Kontext oder vertiefen das demnächst nochmal. Vielen Dank an alle Zuhörer und bis zum nächsten Podcast. Macht's gut. Tschüss. Ciao.